Ja, hi, liebe Freunde. Willkommen zurück zum letzten Off-Season-Krieg mit eurem Azubi. Ich starte nicht ganz als Bummelletzter. So richtig gut ging es mir nicht. Also ist einerseits sehr stressig, hatte viel zu tun, gab einiges zu erledigen, weswegen ich das Video auch leider etwas spät hochlade. Sorry dafür. Ich bin immer noch nicht so auf der Höhe, mir geht es immer noch nicht so richtig gut. Ich hoffe, dass der Arzt nächste Woche das auf Reihe kriegt. Gut, anderes Thema, reden wir nicht drüber. Hier geht es jetzt erstmal los mit, ihr seht es, einer 6-Sterne-Angelage. Ja, puh, gut, gibt keine Ladung, war auch irgendwie klar. Wir prügeln hier munterfröhlich drauf los. Der Kraftblock deiner ersten Superkraft. Ah, ich Trottel, könnte da durchaus mal früher die erste Superkraft zünden. Vielleicht kann man da zwei benutzen. Hm? Gut, sei es drum. Off-Season. Kommt vor. Der nächste Kampf hier ist richtig mies. Auch ein 6-Sterne-Champion. Mutant, gut, gibt also im Anschluss Ladung. Ist ein nicht erweckter Cable. Gleich die erste Superkraft, die fress ich. Unglaublich. Bis hierhin ist noch alles gut. Artig parieren. Zack ausweichen, wunderbar. Und jetzt zu früh zurückgewichen. Nehmen wir natürlich den entscheidenden Schlag der zweiten Superkraft. Nicht so schön. Gut. Ist halt so. Kannst du nicht ändern. Glevenladung weg. Etwas über die Hälfte haben wir geschafft. Zurückweichen versaut, also noch ein bisschen Combo eingesteckt. Und dann geht's jetzt eigentlich ohne größere Zwischenfälle weiter. Größtes Hindernis jetzt. Die Regeneration umspielen. Und warten, dass Glevenladung wieder aktiv werden. Das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich dachte ja beim Kämpfen, was ist denn hier los? Das gibt's doch gar nicht. Es muss dann langsam mal zu Ende sein. Komm, gib Gas, Mann. Es ist einfach nicht passiert. Schrecklich. Richtig, richtig schrecklich. Hier habe ich das Timing richtig gesetzt. Zweite Superkraft. Nochmal vom Gegner die zweite ziehen. Intercepten, draufhauen. Und das war's. Richtig mieser Kampf. Richtig ekelhaft ätzender Kampf. Pfui. Es war nicht der letzte. Leider Gottes. Gut, wir springen rüber auf Weg 9. Und dann legen wir los. Hier der erste ist ein Mutant-Gegner, auch 6 Sterne. Naja. Gut. Ist ein 6 Sterne Deadpool X-Force. Ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, aber Deadpool hat ja diesen hässlichen Kraftzuwachs. Ich glaube bei 30%. Jetzt ziehen wir es nochmal. Ja, hat er den Kraftzuwachs. Ich bin zurückgewichen. Ja, Safety first. Was passiert? Gegner rutscht nach. Ich habe es nicht richtig geschnitten, also kriege ich auf die Schnauze. Machen wir also aus 48% 14%. Geil. Ich war mega begeistert. Der Krieg hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Das ist klar, wenn man nur auf die Fresse kriegt und nicht wirklich Qualität abliefert, macht das keinen Spaß. Hier gehe ich dann mit Cap gegen den Forschungsgegner. Ich hatte eigentlich mit anderem gerechnet. Das ist aber eine Quake. So oder so ist ganz gut, dass ich hier den Cap benutze. Hier, der Kampf, der läuft erstaunlich gut. Der läuft flüssig. Superkraft ziehen, ganz easy. Schön aufs Parieren nehmen. Ja klar, wir kriegen hier ein bisschen Schadensreflekt, weil wir auf den Block hauen. Da sind wir ein bisschen selber dran schuld. Aber irgendwie muss man ja selber aus dem Block rausgekitzelt kriegen. Mit der zweiten Superkraft haben wir es ja dann auch beendet und dann war der Lack erledigt. Ja, Mensch, komm, so anstrengend war es jetzt nicht. Warum klappt es also mit Corvus nicht?
Vielleicht, weil es 6-Sterne-Gegner sind? Nein, das will ich einfach nicht glauben. Was soll der Scheiß? So, der Blutknoten. Technologie erweckt. Es kann nur ein Iron Man Infinity War sein. Ne? Mittlerweile habe ich ja so eine Nase dafür. Ausnahmsweise, nutzen wir also Seren und springen hier in den Kampf rein. Oh, guck an, wer schaut uns da an? Es ist der Iron Man Infinity War. Ah, Kacke. Der stete Kraftfluss, der nervt ein wenig. Lässt sich hier allerdings echt gut umspielen. Zweite Superkraft ziehen. Null Schaden, hervorragend. Wir kriegen ihn intercepted. Ja, zünde dann Heavy. Prügel noch ein bisschen drauf rum. Ziehen erneut eine zweite Superkraft. Bis hierhin ja ganz einfach. Ah, jetzt zündet er das erste Mal seine erste. Jetzt zündet er das zweite Mal seine erste. Und nehmen wir ein bisschen auf den Block. Einfach, weil er sich nicht kitzeln lässt. Ziehen wir das dritte Mal die erste Superkraft. Wir haben ein bisschen was auf den Block genommen. Intercept. Achtung, ich wurde nicht pariert. Ich habe es umgangen, ne? Dank der Assassin's Range. Ich habe es einfach nur nicht geschnitten, der Superkraft auszuweichen. Soll vorkommen. Die anschließende und letzte erste Superkraft konnte ich ganz gut ziehen. Ja, mit dem Heavy haben wir es dann auch beendet. Fertig ist der Schuh, das war's dann jetzt auch. Ne? Ein Fail, der eigentlich kein Fail war, aber durchaus einer hätte sein sollen. Also Glück gehabt und dann doch nicht. Ja, irgendwie so. Passt schon. Ja, und schon wieder ein 6-Sterne-Gegner, ein 6-Sterne-Nightcrawler. Dem Miniboss. Ich dachte eigentlich, jo, der wird genug rauswerfen zum Auslöschen. Bisschen mehr Symbiont eigentlich richtig dabei. Bluten kann der Vogel auch. Ziehst sie in einen anderen Modus, das passt schon. Was passiert mir? Hier schon mal nichts. Hier kriege ich auf die Schnauze und das richtig, wie ihr seht. Hab mich parieren lassen vor lauter Hektik. Und hier konnte ich noch nach dem alten Trick tatsächlich den Modus wechseln. Hervorragend. So, und dann geht das hier munter fröhlich los. Nach dem anfänglichen Fauxpas geht es hier in der Tat recht straff und gut vorne weg. Torkel liegt ganz anständig und löscht auch gut aus, was kommt. Schönartig draufhauen, rechtzeitig blocken. Zurückweichen. Hat er was zum Auslöschen? Wir zünden also die dritte Superkraft. Naja, auch wenn wir es insgesamt jetzt hätten besser timen können, aber hey, komm, was soll's, ne? So kann der Kampf jetzt weitergehen. Tja. Ich weiß nicht genau warum. Block oder Intercept? Irgendwas habe ich wohl versaut. Mist. Gut. Ich dachte, Cap wird es dann jetzt wohl richten. Kann ja jetzt nicht so schwer sein. Modus haben wir einmal gewechselt, werden wir jetzt auch wieder hinkriegen. Hm. Ja, fast. Nein. Und so geht das jetzt den halben Kampf weiter. Ihr seht zwischendurch immer mal wieder die leichten Schläge in die Luft. Ich versuch's tatsächlich. Krieg dabei aber Gott, leider Gottes einfach auch mehr auf die Schnauze, als dass ich tatsächlich sinnvoll am Kampf dran bin. Und das ist ein bisschen behindert. Weil ich so dümmlich spiele, dachte ich mir hier in diesem Moment, ach komm. Weißt du was, wenn du unbedingt ausweichen willst, mach es doch. Ist dann noch ein paar Mal probiert, erfolglos. Und bin dann hier einfach ganz regulär in den Kampf reingegangen. Und dachte mir, ach komm, das ist so, spielst du jetzt, das schaffst du schon irgendwie. Ne, es ist Cap, du kriegst das hin. Hauen hier drauf, hier hat es wunderbar funktioniert. 5 Ladungen aktiv, Wut aufladen und leider wurde es zu früh zünden, macht nichts. Der Nightcrawler nimmt trotzdem reichlich Schaden, das war eine ganz prima Nummer. So, hier versuchen wir dann eine zweite Superkraft zu ziehen, stattdessen kriegen wir auf die Schnauze, hui, Glück gehabt, 4% sind übrig geblieben.
Ja, und munter fröhlich geht's dann hier weiter. Wir ziehen die Superkraft. Jetzt wird's richtig spannend. Er weicht aus. Wir schlagen ihn. Wir schlagen auf den Block. Er weicht aus. Er weicht aus. Wir gehen in den Block. Weichen zurück. Greifen an. Weichen zurück. Er weicht aus. Wir greifen an. Weichen zurück. Er greift an. Weicht aus. Und so geht das hier immer schön lang hin weiter. War lustig bis hierhin. Mist. Na, ich habe ihn einfach nicht gekriegt. Mensch, meine Güte. Das ist ein Nightcrawler. Behindert, wenn er auf Koks ist. Oh, ja, Mensch, meine Güte. Es kommt vor. Gerade weil, naja, reden wir nicht drüber. Der liebe Nightcrawler gegen den Cobus Glaive. 6 Treffer eingesteckt. Schnauze voll. Erste Superkraft gezündet, einfach gegen einen Block gepfeffert, das hat gereicht. Über alles andere reden wir nicht. Ich habe mich dann per Line aus dem Bosskampf rausgezogen. Hat jemand anders gemacht. Video hat mich nicht erreicht. Gewonnen haben wir Gott sei Dank trotzdem, trotz meines kritischen Versagens. Naja, gut, sei es drum. Der Tom steht hier ganz oben, wunderbar. Neben dem Seth und dem Duke, prima. Und wir haben 100% abgeliefert und der Verteidiger hat einfach 11 Gegner stehen lassen. Das war natürlich ein sehr deutliches Ergebnis. Prima. Das nächste Kriegsvideo, das ich euch gleich im Anschluss hochlade, wird Season 9 Krieg 1 sein. Es ist soweit, wir legen los. Ich freue mich drauf. Macht's gut, liebe Freunde. Wir sehen uns.